Ja, meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Ich möchte Sie, mein Thema ist die überfällige 180-Grad-Wende in der Bauablaufplanung und Steuerung. Zur Ausgangssituation ist es folgendermaßen, dass derzeit für die verschiedenen Dimensionen des Bauablaufes jeweils ein eigenes Instrument existiert. Für die Arbeit sind es die Sollstunden-Soll-Ist-Vergleiche, für die Kosten sind es die Kostenarten-Controlling, für den Bauablauf ist der Terminplan zuständig und wer doch immer nicht genug hat, der kann mit QMS die Qualitätsmanagement übernehmen. Diese Verfahren stoßen in der Praxis auf wenig Gegenliebe und scheitern in der Regel nach kurzer Zeit. Und das hat folgende Gründe. Die Erstellung von zum Beispiel Arbeitskalkulationen erfordert ein hohes Maß an Arbeitseinsatz und abertausende Ingenieurstunden werden ausgegeben, um ein Zahlenwerk zu erstellen, das im Endeffekt keine Ergebnisrelevanz hat. Dazu kommt die Fehleranfälligkeit dieser Verfahren in Bezug auf Abgrenzung und Zuordnung. Die Verfahren leiden unter subjektiven, individuell unterschiedlichen Zielvorstellungen, die austariert werden müssen. Sie kranken an objektiven Zielkonflikten zwischen Termin, Kosten und Qualität bei meist limitierter Kapazität. Sie stammen aus retrospektiver Betrachtung der Baustelle und deren Ergebnisse mit zeitlicher Verspätung erst vorliegen. Und wenn man mehrere Systeme betreibt, fallen die Daten auseinander. Eine Steuerung mit die im Nachhinein vorliegt. Entschuldigung. Eine Steuerung mit dem Ergebnis der Output-Größen ist in etwa so erfolgreich, wie wenn man ein Fahrzeug steuern würde mit den Ergebnissen der Kilometerabrechnung einer Uhr und der Reisekostenabrechnung. Und das aus dem vorher zurückgelegten Strecke. Die Feststellung von Soll-Ist-Abweichung kann also lediglich einen Anstoß liefern für eine Kurskorrektur. Die Verfahren liefern aber selber keine Lösung. Schauen wir uns am Beispiel der Terminplanung die Problematik näher an. Dazu ist ein kleines bisschen Mathematik erforderlich. In der konventionellen Planungsmethode werden Prozesse definiert über Delta Arbeit durch Delta T, was eine Planleistung ergibt. Diese Methode ist so lange erfolgreich, zwar mühevoll, aber erfolgreich, solange die Ausführungskapazität noch nicht existiert. Wenn diese existiert, wird die Leistung von rechts nach links, also von der Ausführungskapazität bestimmt. Mit der Mannschaftsstärke und dem Stundeneinsatz ist die Inputleistung definiert. Im Zusammenhang mit der Effektivität ergibt sich die Outputleistung. Und aus dieser wiederum entstehen Raum- und Zeitzustände als Ergebnis. Nur derjenige, der über den Kapazitätseinsatz tatsächlich entscheidet, hat die Möglichkeit, auf den Bauablauf steuernd einzugreifen. Und der wahre Grund für das Versagen der konventionellen Terminplanung ist der, dass im Ausführungsfall die namentliche Bestimmung der Ausführungskapazitäten unverzichtbar ist, womit beim Festhalten an der konventionellen Planungsmethode die obige Gleichung überbestimmt ist. Eine überbestimmte Gleichung endet in der Regel im Widerspruch. Hierzu
gibt es nur eine Lösung. Man muss die Ablaufplanung um 180 Grad drehen. Das heißt, mit einer stetig definierten Kapazitätssollganglinie erzeugt man Raum- und Zeitkoordinaten. Frei nach Konfuzius, der Weg ist das Ziel. Während der... Bitte? Hallo? Ich wollte gerade... jetzt bin ich laut. Deine 5 Minuten sind leider schon um. Ich bin hier die Überbringerin schlechter Nachrichten. Das tut mir furchtbar leid. Ja, aber das ist dein Applaus. Vielen lieben Dank.